Martine, Carola, Simon, Francesco, Yasin, Max, Philipp, Nico. Auf die Plätze! Fertig? Los! Okay, Michi, was machen die denn hier jetzt? Ja, das ist unser Dodgeball-Spiel. Wir haben hier insgesamt 16 Trampolinfelder. Das heißt, wir können hier maximal 8 gegen 8 spielen. Das ist so ein klassisches Völkerball, wie man es aus der Schule noch kennt. Raus, okay. Genau, der ist jetzt raus. Klassisches Völkerball, wie man es aus der Schule kennt vielleicht. Nur ein bisschen amerikanisch abgewandelt. Wer den anderen, den Gegenspieler abwirft, ist raus. Basketball mit 4 verschiedenen hohen Körben? Genau. Wow. Für die ganz Kleinsten bis die ganz Großen. Was trauen die meisten sich am ehesten? Ja, viele werden am Anfang einfach nur werfen und sind froh, wenn sie überhaupt ein bisschen treffen. aber viele machen auch wirklich gute Moves beim Springen. Hier gibt es eigentlich nicht viel zu sagen beim Basketball. Also wir müssen halt oft Gäste ein bisschen bremsen, sich nicht zu sehr an die Körbe zu hängen, weil wenn das 2.000 bis 3.000 Leute jeden Tag machen, okay. Reisen die halt dann schon irgendwann ab. Aber man neigt dazu. Aber man neigt dazu. Bringt es irgendwas, wenn man unten anfängt, also wenn man kleinen anfängt und sich hocharbeitet, oder sollte man einfach gleich drauf los? Drauf los. Kannst du ja mal versuchen mit ein bisschen Anlauf von der schwarzen Matte und dann kannst du mit Speed abspringen. Okay. So wie es der Kollege immer macht. Ja. Dann ziehen wir weiter. Genau. Ja, das ist jetzt unser Main Court, Herzstück unseres Parks. Finden wir auf dieser größten Sprungfläche Deutschlands insgesamt 57 Trampoline allein auf dem Main Court. Hier ist auch immer wirklich der Hochbetrieb, gerade an Wochenenden. Viele coole Moves kann man machen auf den langen pinken Trampolinen. Viele Saltos hintereinander, so wie es der Simon hier gerade vorführt. Das Problem ist hier, dass wir halt hier auch häufig Verletzungen haben. Hauptursache ist einfach, dass unsere Gäste sich oft überschätzen. Viele springen eine Stunde und sind aber nach einer halben Stunde schon wirklich komplett K.O. und das ist wirklich anstrengend. Ja. Frag mich mal. Simon ist gerade total geil gesprungen und es sieht immer so easy aus, ja, so total leicht. Wie lange hast du gebraucht, um das alles zu können? Also ich habe als Kind schon immer im Schwimmbad ein bisschen Trampolin versucht mitzuspringen. Und dadurch, dass ich jetzt natürlich hier arbeite, probiert man auch die ein oder andere Stunde mal hier drin zu verbringen, wenn man Arbeit aus hat. Und es ist alles Übungssache, aber irgendwann ist es einfach drinnen. Kann man dann auch ganz toll nebeneinander springen? Genau, das genau. Tut ja nichts. Man kann hier kreuz und quer über jedes Trampolin springen, coole Moves zeigen. Und das macht richtig Fun und powert aus. Der große Kampf. Ach so, man muss erstmal kurz berühren, genau. Ja. Dass man wirklich da ist und konzentriert genau, ist. Und dann geht es eigentlich beide. Auch relativ schnell. Ui, und dann wackelt echt das ganze genau. Ding. Das ist ja super. Ist da auch nochmal ein Netz und so ein Trampolin drunter? Da ist ein Trampolin unten drunter und hier sind auch einige Würfel im Becken drin. Wie viele insgesamt? Es sind knapp an die 10.000 Würfel allein in diesem Becken. Ah, das ist aber auch spaßig. Also hier kann ich... Kann wir ich auch das in ja gerne mal zusammen ausprobieren. Okay, dann machen wir eine Runde. Dann machen wir eine Runde.
Trampolinpizza dafür da, um hier wirklich coole Moves in Schaumstoffbedecken reinzumachen. Von Saltos über doppelte Saltos kann man hier wirklich viel machen und ganz coole Moves auch sehen jeden Tag. Ja. Der Simon, der macht ein Doppelsalto, ja, was echt wow ist. Ja. Wie sind denn die Gäste? Können die sowas auch? Ja, wir haben verschiedene Gästegruppen bei uns, klar angefangen von Kindern, die wirklich hier schon uns auch des Öfteren was vormachen, muss man auch sagen. Tief Luft holen, weil das ist wirklich total anstrengend, auch wenn es von außen oder von euch aus total simpel aussieht, weil es dreht sich halt immer schneller und es ist total schwierig, erst runter, dann hüpfen, dann wieder runter, dann wieder hüpfen und irgendwann erwischt es einen halt. Aber ich kann euch empfehlen, wenn ihr das Beste zum Schluss aufbewahrt, dann macht ihr es auf jeden Fall richtig. Ich hatte jetzt einen Mordspaß und ich bin fix und alle, obwohl ich eigentlich gar nicht so viel gesprungen bin. Ich war beim Wipeout, habe ein bisschen Basketball gespielt und ich habe ein bisschen mit dir gekämpft. Genau. Also im Prinzip reicht ja die eine Stunde. Sie langt in der Regel schon. Ich bin auch das allererste Mal hier gesprungen damals und habe mir dann auch gedacht im Vorfeld so, eine Stunde, das ist schon wenig. War dann aber schon nach einer gefühlten halben Stunde platt. Aber wir haben auch wirklich Springer hier, die das wirklich als Fitnessprogramm auch nehmen und dann auch hier mal so 2 Stunden am Stück reinkommen. Der Rekord liegt bei 7 Stunden. Die waren auch dann 7 Stunden da, aber haben viel, viel Pause gemacht. Ja. Also eine Stunde ist schon empfehlenswert. Okay. Die reicht eigentlich auch vollkommen aus. Ja. Kommen wir kurz zum Preis. Was kostet es pro Person? Genau, pro Person kostet die Sprungstunde bei uns 12 Euro. Dazu kommen einmalig die Aerob Anti-Rutschsocken für 2,50 Euro, die wiederverwendbar sind. Das heißt, wenn du wiederkommst zu uns, kannst du die immer wieder mitbringen. Also dieser Preis fällt wirklich nur einmalig an. Wir haben Gruppenrabatte. Ab 10 Personen kostet die Sprungstunde dann nur noch 10,50 Euro pro Person. Wir haben besondere Angebote für Schulgruppen oder Firmen-Events, also alles, was das Herz begehrt. Springen dürfen unsere Kleinsten erst ab 5 Jahren bei uns. Nach oben hin natürlich keine Grenzen, aber der Preis ist wirklich einheitlich gehalten, weil es einfach ein Spaß für Klein und Groß ist und jeder gleich viel damit anfangen kann. Ja. Allerdings ändert sich, glaube ich, jetzt bei euch was. Dann haben die ganz Kleinen jetzt auch eine Chance, oder? Genau, es ist in Zukunft geplant. Es steht schon in den Planungen unsere Mini-Hoppers. Und zwar ist es dann so, dass vor offizieller Öffnung dann alle Kids unter 5 Jahren zu uns kommen können und dann exklusiv bei uns springen können. Macht total Sinn, allein schon aus dem Grund, vor der Eröffnung heißt vor 12 Uhr. Genau. Die 5 Jahre alt sind, sind meistens noch im Kindergarten. Genau. Und die können ja auch mal den Kindergarten schwänzen. Also von dem her. Ja, zum Beispiel. Das ist natürlich eine super Idee. Genau. Und ihr habt noch eine Neuigkeit. Unser AirFit heißt das. Das ist ein Fitnessprogramm hier bei uns im Trampolinpark. Das heißt, es werden Fitnessübungen mit einem geschulten Trainer in Gruppen durchgeführt, auf den Trampolinen selber, am Maincourt hinten. Das Ganze dauert immer 45 Minuten. Und die Trainer, die kennen das von irgendwo anders oder haben die sich selber das jetzt erarbeitet, das Programm? Das sind unsere eigenen Mitarbeiter hier vom Aero Park, die einfach geschult worden sind daraufhin, die auch eine Trainerlizenz besitzen schon im Vorfeld und eben dann diesen Fitnesskurs auch durchführen. In Bayern ist das der einzige Trampolinpark. Genau. Ja. Und wie sieht es in ganz Deutschland aus? Also wir sind jetzt in Bayern momentan der erste und einzigste Trampolinpark. Mhm. Das heißt, unsere Gäste kommen auch wirklich aus komplett Bayern, sogar teilweise auch aus Österreich zu uns. Empfehlenswert ist natürlich immer unter der Woche, wenn man Zeit hat zu kommen, da ist dann relativ wenig los. Am Wochenende ist halt die Bude wirklich voll bei uns. Und da empfiehlt es sich auch wirklich vorab zu reservieren online, weil einfach auf
blauen Dunst hier zu uns kommen am Wochenende, wird dann leider nicht funktionieren, weil wir einfach eine begrenzte Anzahl an Springer haben, die wir reinlassen dürfen. Ah, okay, genau. Alles klar, verstehe. Ihr arbeitet, ich glaube, ich hatte letztes Mal ein Armband, irgendein farbiges Armband. Genau. Das heißt, alle die diese Farbe haben, müssen dann nach der bestimmten Zeit raus. Genau, richtig. Richtig, okay. Außer du hättest dich nochmal für danach dann eingebucht. Hast du zwei Armbänder. Aber du kannst dich nur für danach einbuchen, wenn Platz ist. Genau, alles klar. Richtig. Okay. Genau. Aber auf deine Frage zurückzukommen, wir haben einen Park in Göteborg in Schweden noch. Wir haben einen Park in Essen in Nordrhein-Westfalen. Mhm. Dann haben wir noch einen Park in Bristol. Mhm. Genau, und das war es dann auch erstmal schon. Wir sind ein ganz junges Unternehmen, aber es ist in Deutschland wirklich ganz, ganz viel geplant. Es wird jetzt im Frühjahr ein Park in Augsburg eröffnet. Es sind weitere geplant, zum Beispiel in Nürnberg und Regensburg. Also es sind wirklich viele, viele Parks geplant in nächster Zeit. Und ich denke mal, bis Ende 2017 werden wir hier nicht mehr der einzigste Erhoff-Park sein in Bayern. Kommt man denn auch privat hierher, wenn man hier schon arbeitet? Ja, muss man gestehen. Hin und wieder ja, gerade wenn wir nach unserer Schicht, zum Beispiel nach einer Frühschicht oder so, gehen wir dann unter der Woche gern nochmal selber springen, zu zweit oder zu dritt. Genau, ja, das ist, macht trotzdem mal Spaß, weil klar, während der Arbeitszeit ist das Springen natürlich untersagt für uns, weil wir einfach aufpassen müssen, das ist ganz klar. Aber dafür dürfen wir nach unserer Schicht oder auch einmal privat herkommen und einfach mal drauf losspringen. Ja? Und Top. Das müssen wir alle gestehen, machen wir alle. Vielen Dank, Michi. Danke, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast und danke auch fürs Beiseitestellen von den Jungs und Mädels. Kein Problem. Das war echt tipptopp. Ich hoffe, ihr habt es genossen und wir sehen uns bestimmt bald wieder. Alle Infos hierzu gibt es auch in der Infobox. Also macht es gut. Tschüss. By your face remains.